Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag und Sonntage sind für Familien da, also haben wir uns entschieden nach Eberswalde zu fahren. Dort gibt es einen Familienpark, Familienwald, Familiengarten. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie es richtig heißt. Das heißt, ihr kommt einfach mit und wir finden gemeinsam raus, wie es heißt. Viel Spaß! Eigentlich auch, dass ihr immer wieder zurückgehen müsst, bevor ihr losgeht, weil ihr euer Handy zu Hause habt liegen lassen. Mein Mann hasst mich dafür. Aber jetzt geht's los. Gibt es so ganz viele schöne Themenbereiche, also so Märchenwald, Hexe Baba Yaga, Piratenschiff, das finde ich richtig, richtig toll. Und was mir am besten gefällt, ist, dass es hier alles quasi so ein bisschen was mit manueller Tätigkeit zu tun hat. Also du musst alleine die Treppen hoch, um irgendwo runter zu rutschen, du kannst irgendwelche Pfade langlaufen, viel mit Wasser, Tätigkeiten, also nichts Kettenkarussell oder irgendein Kram, was so Freizeitparks eigentlich ausmacht. Ich würde das jetzt hier auch nicht als Freizeitpark betiteln, aber es ist ein Familiengarten. Ja, wir haben es jetzt rausgefunden, Familiengarten heißt es. Und es macht richtig viel Spaß. Und wir sind jetzt, also wir haben gerade mal, wahrscheinlich gerade mal ein Fünftel von allem gesehen und wir sind jetzt schon sehr begeistert. Auf der Terrasse des Hexe Baba Yaga Hauses. Es ist total süß aufgebaut. Man kann quasi reingehen und die Hexe dabei beobachten, wie sie da ihre Getränke zusammenmischt. Super niedlich gemacht. Ella ruft mich jetzt. Ich muss los. Er macht halt aber auch, was es will, ja? Mal ist es warm, mal ist es kalt, und gut, dass ich ein Jäckchen dabei habe. Aber ja, windig ist es auf jeden Fall die ganze Zeit, dann kommt wieder die Sonne raus und wir schwitzen uns hier einen ab. Also hier in Eberswalde ist der Wettergott auf jeden Fall, weiß nicht so richtig, was er will. Den Heimweg an. Es ist super heiß geworden. Ihr seht es, die Sonne, die knallt auf einmal noch mal total runter. Ich glaube, heute Abend soll es gewittern. Das heißt, die Sonne gibt jetzt noch mal alles. Ist uns ein bisschen zu viel, deswegen gehen wir jetzt Richtung Auto. Und ja, wir hatten einen super schönen Tag hier. Ich kann echt nichts Negatives finden. Es ist sehr weitläufig. Man hat viel zu sehen, viel zu entdecken, viel zu erleben für Kinder. Also top, wir werden nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Ja, das war meine ganz persönliche Empfehlung. Ich wurde nicht bezahlt für dieses Video. Und ich wünsche euch allen noch viel Spaß bei den nächsten Videos. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie immer, also bis dann.